Zu Christen werden wir in den Nachtstunden unseres Lebens. Zu Christen werden wir, wenn unser Selbstvertrauen am Boden liegt. Zu Christen werden wir, wenn wir nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Zu Christen werden wir, wenn wir voller Selbstzweifel stecken. Und zu Christen werden wir, wenn wir uns eingestehen müssen, so geht's nicht weiter. Liebe Gemeinde im Netz, Lesung aus dem Johannesevangelium im 3. Kapitel. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei der Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann Zeichen tun, wie du sie tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Jesus antwortete und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann denn ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in den Leib seiner Mutter gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er bläst. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Zu Christen werden wir in den Nachtstunden unseres Lebens. Zu Christen werden wir, wenn unser Selbstvertrauen am Boden liegt. Zu Christen werden wir, wenn wir nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Was passiert in diesen Nachtstunden? In den Nachtstunden unserer Lebenskämpfe tragen wir mit uns aus, wer wir sind. In den Nachtstunden unseres Lebens führen wir Selbstgespräche, in denen wir um das kreisen, was uns mehr als alles andere beschäftigt und wofür es keine Lösung zu geben scheint. In den Nachtstunden unseres Lebens entkommen wir uns selber nicht mehr. Es gibt diese Zeiten, in denen es uns furchtbar umtreibt. Das Verhältnis zu einem Menschen, der uns wichtig war, ist zerbrochen. Wir wissen, dass das nicht mehr wird. Es ist etwas geschehen, das sich nicht mehr kitten lässt. Das frühere Vertrautsein wird sich nie wieder einstellen. Der Verlust ist groß. Was gesagt wurde, ist gesagt worden. Es ist Schweigen ausgebrochen. Und so führen wir unsere Nachtgespräche mit uns selber. Wer hat wann was gesagt? Wer hat wann was getan oder versäumt? Das oder das möchte ich dem anderen noch sagen, in Zorn oder in Freundschaft und Liebe. Er oder sie wird aber nicht mehr zuhören. Oder wir sind auf schreckliche Weise abgekanzelt worden. Im Beruf hat man uns womöglich fertig gemacht, aber so richtig, man hat uns Illusionen genommen und es ist überdeutlich, an irgendeiner Stelle sind wir an Grenzen gestoßen. Es geht nicht mehr weiter. Das schmerzt und tut weh. Wir sind gescheitert und wissen, es wird keine weitere Chance geben, nicht an dieser Stelle. Und wieder führen wir Nachtgespräche mit uns selbst, finden, dass das ungerecht ist, fühlen uns verkannt, verleumdet und kämpfen gleichzeitig mit der Einsicht, ja, wir sind gestrandet. Oder unser religiöses Gehäuse hat sich aufgelöst. Oder unser nicht-religiöses Gehäuse hat Risse bekommen. Vielleicht erst langsam und unmerklich, aber es ist ein Punkt gekommen, an dem wir merken, das ist nicht mehr mein Weg. So wie ich bisher geglaubt habe, so wie ich mich bisher irgendwo zugehörig gefühlt habe, das ist passé. Oder aber meine bisherige Ablehnung der Religion kommt mir inzwischen brüchig falsch vor. Und nun müsste ich Konsequenzen ziehen. Und so führen wir Nachtgespräche mit uns selber. Nikodemus ist an so einem Punkt angelangt. Sein inneres Nachtgespräch führt ihn zu Jesus. Nikodemus ist an so einem Punkt angelangt. Sein inneres Nachtgespräch führt ihn zu Jesus. Nikodemus ist ein Mitglied der Jerusalemer Regierung, des Rates, den die Römer eingesetzt haben. Und irgendwas hat ihn zutiefst verunsichert. Es klingt an, dass es Jesus selbst war. Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, spricht er ihn an und gibt ihm den Titel, den die anerkannten Lehrer tragen, Rabbi, führt aber fort, ein Lehrer von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Nikodemus ist an einem Punkt angelangt, an dem er merkt, mein bisheriges religiöses Gehäuse
langt mir nicht mehr. Das, was sich in Jesus andeutet, könnte meine Zukunft sein. Mit den einfachen Leuten zusammen sein, die ganze Pracht und den Reichtum des Tempels hinter mir lassen. Was für eine Krise für ein Mitglied der religiösen Regierung. Kein Wunder, dass er heimlich zu Jesus kommt in der Nacht. Und was jetzt für Nikodemus ansteht, das nennt Jesus wiedergeboren werden aus dem Wasser und dem Geist. Vielleicht sollten wir das mit dem Abstreifen eines Kokons vergleichen. Die Larve im Kokon dehnt sich, weil es Zeit geworden ist, die alte Hülle abzustreifen. Das kostet Anstrengung und Mühe. Sie weiß nicht, was sie erwartet. Sie kennt die Welt außerhalb ihrer Hülle nicht. Sie hat noch nie das Licht gesehen, noch nie das Grün der Gräser, noch nie die Sträucher, aber sie gehorcht ihrem inneren Drang, durchbricht ihre Hülle, lässt den Kokon zurück und fliegt. Das alte Leben ist zu einem Ende gekommen, ein neues beginnt. Was meint Jesus, wenn er das so beschreibt, wiedergeboren werden aus dem Wasser und dem Geist? Zum einen die Taufe. Wenn wir heute Täuflinge mit 3 Handflächen voll Wasser benetzen, überwiegend kleine Kinder, dann ist das ein ganz zurückgenommener Ritus. Denn Taufe, das ging jahrhundertelang so, Erwachsene wurden vollständig im Wasser untergetaucht. Für einen kurzen Moment haben sie die Beklemmung erlebt, dass das Wasser über ihnen zusammenschlägt. Für einen Wimpernschlag spürten sie diese Angst, mein Leben ist bedroht, ich kann untergehen. Wenn wir getauft worden sind, dann haben wir in dem Ritus die Nächte, die wir noch erleiden werden, schon einmal durchlitten. Wir sind symbolisch untergegangen, in den Tod gegangen, haben die Nachtstunden des Lebens schon einmal hinter uns gebracht und sind wieder aufgetaucht, sind durch Bedrohung und Angst hindurch gerettet. Die Taufe zeigt uns also an, was ein Leben lang immer wieder passieren kann, in den Strudel des Lebens zu geraten, fürchten zu müssen, unterzugehen, uns ganz und gar bedroht und in Frage gestellt zu sehen, fürchten zu müssen, am Leben zu zerschellen und von Gott in ein neues Leben gezogen werden. In den Nachtstunden, in denen wir uns zu etwas Neuem durchringen müssen, werden wir nicht ohne Gottes Geist sein. In diesen Nachtstunden werden wir darauf hoffen können, dass der Geist Gottes uns anzeigt, was neu, was anders werden muss. In diesen Nachtstunden werden wir zu der Gewissheit gelangen, ich muss etwas hinter mir lassen und ich werde auf etwas Neues zugehen. Ich wurde wiedergeboren im Wasser der Taufe und ich werde mich jetzt erneuern mit einer Kraft, die mir von Gottes Geist zuwachsen wird. In den Nachtstunden unseres Lebens werden wir zu Christen, weil wir der inneren Stimme, die Gott uns zuspricht, vertrauen und uns nicht fürchten. Uns ist versprochen, dass Gottes Geist uns in den Nachtstunden unseres Lebens beisteht. In den inneren Kämpfen, die wir erleben, kann die Bereitschaft wachsen, loszulassen. Alte Beziehungen in der Erinnerung wertzuschätzen, aber sich auch einverstanden damit erklären zu können, dass die Zeit vorbei ist. Mitten in Selbstzweifeln plötzlich aufleuchten zu sehen, dass ich meinen Wert erkenne und dass ich gut daran tue, das Wertvolle, dass ich ihn mir ganz klar plötzlich erkennen kann, auch benennen zu können. Oder besser zu verstehen, wo ich beruflich hingehöre und nicht damit hadern zu müssen, was nicht möglich war, sondern ja zu dem zu sagen, was sich an guten Alternativen zeigt. Der Geist Gottes ist das Ja inmitten des Nein, das mich umgehauen hat. Er ist das Licht am Horizont, wenn ich meinte, in der Nacht zu versinken, die Stimme, die klar und immer klarer in mir aufzeigt, wie das Leben nun sein wird. Und es wird ein anderes, aber ein gutes Leben sein. Das macht uns zu Christen. Das Vertrauen, dass ich nicht alleine stehe in dem schlimmen Ungemach, das mir immer wieder widerfahren wird, in den Gruben, die ich mir mitunter selber grabe, in der Ohnmacht, die mich zu lähmen droht. Christen sind wir, weil wir dem neuen Leben vertrauen, dass Christus nach seinem Tod in der Auferstehung gesehen hat und dass er uns in den schlimmen Widerwärtigkeiten, denen niemand entkommt, erlaubt, neue Wege einzuschlagen. Christen sind wir, weil in den Nachtstunden unseres Lebens der Geist Gottes wie ein Vöglein zu uns flattert und uns mit seinen Zwitschern den Ausgang weist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
bin ganz tapfer und schaue nicht die Leute an, die mich anschauen. Die nächste Aufnahme, die mache ich mit dir. Irgendwie baue ich dich da ein. Genau. Das ist so bei diesen Viechern. Ist das bei euch? 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 Ist das bei euch?